Heute machen wir was richtig Geiles. Hier will ich mit euch hin. Leckere Mac and Cheese Macaroni mit Spare Ribs als Fingerfood. Auf geht's, wir machen das gemeinsam. Ich habe hier jetzt drei Leitern, so nennt man die, Kotelettrippchen. Kotelettrippchen, ich hoffe, ihr könnt genug sehen. Werde ich jetzt parieren, ja? Ihr seht zum Beispiel hier so einen Fettüberstand. Parieren heißt, ich schneide die zurecht. Die Silberhaut kann man theoretisch mitessen. Ich würde euch aber dringend empfehlen, die zu entfernen. Hintergrund ist, sie bringt keinen Nährwert, sie ist kaum zu kauen und ihr habt ein wirklich zähes Mundgefühl, wenn die noch dran ist. Ich bin fertig. Hier sind unsere drei soweit geputzten und von der Silberhaut entfernten Ribs, ja? Die einzelnen Leiterchen. Die Ribs, so wie wir sie gerade vorbereitet haben, setze sie hier, so wie es passt, in den Topf. Ich habe einen beliebigen Apfelsaft. Dann werden sie mindestens 12 Stunden in diesem Apfelsaft kühl gestellt. Ich habe hier unsere gestern vorbereiteten Ribs. Schneide hier eng am Knochen entlang und lasse auf der anderen Seite den Fleischanteil dran. Und das war keine große Mühe. Hier ist das Ergebnis unserer Vorbereitung, ja, die geschnittenen Stücke. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig. Jetzt gehen wir an Seasoning. Ich habe Fruchtigkeit in den Spare Rib Abschnitten. Deshalb schaue ich mal, dass ich ein bisschen nicht allzu scharf bleibe oder werde. Ich habe hier einen mediterranen Rub und jetzt versuche ich einfach mal so ein bisschen nach Gefühl. Ich weiß nicht, wie viel ich genau brauche für die Ribs. Versuche ich hier mal ein bisschen zu machen. Ich habe hier einen Rub, der nennt sich Coffee Cannonball. Der hat eine feine Kaffeenote, ja, das heißt auch ein recht herber Geschmack gegen die Süße des Apfels. Ich mache jetzt alles nach Gefühl, kann gut werden, kann auch weniger gut werden. Und dann habe ich zu guter Letzt noch einen griechischen Einfluss, ein Gewürz namens Dancing Sataki. Machen wir noch ein bisschen Griechenland rein. Dann haben wir das Mittelmeer ein bisschen vertreten, haben eine Kaffeenote drin. Und ich hoffe, es wird nicht ganz so scharf, obwohl ich mich an den mediterranen Rub erinnere, dass der doch ziemlich scharf ist. Rühre das ein bisschen um. Sollte wirklich für alle reichen. Wir arbeiten heute mit einem Ninja Woodfire, wie so oft. Das ist ein Smoker gleichzeitig. Und ich nehme jetzt mal eine Schaufel voll Pellets. In dem Fall benutze ich Ahorn. Jetzt versuche ich das für euch auch mal sichtbar zu machen. Machen wir unsere Klappe auf und befüllen den Pelletbehälter. Ein paar können noch, ja. Ich mache den ganz voll. Wir wollen ja auch lange räuchern. Dann schließen wir das Ganze und dann machen wir den Grill an. 120 Grad. Und ich gehe jetzt erstmal auf 1,5 Stunden. Starte das Ganze und starte auch die Woodfire-Funktion. So, der Woodfire ist vorgeheizt. Der Rauch ist auch schon richtig satt da. Jetzt legen wir unsere kleinen Freunde mal auf. Wie gesagt, der Grill läuft auf 120 Grad, auf niedriger Temperatur. Minuten sind rum. Lasst uns mal schauen. Ah, schön. Jetzt kommt das erste Mal Apfelsaft. Ja, mit einem handelsüblichen Sprüher könnt ihr das machen.
40 Minuten sind jetzt vergangen. Eine Stunde ist jetzt um. Ja, aber ein halbes Stündchen kriegen Sie noch. Na gut, ihr seid genauso neugierig wie ich. Ja, jetzt sind noch knapp 14 Minuten 30 übrig von unseren anderthalb Stunden. Und Sie werden schon in die Richtung, wie wir sie nachher haben wollen. Schaut mal, der Knochen tritt schon aus. Das ist hervorragend. Gefunden habe ich noch in irgendeiner Ecke des Hauses ein Fläschchen Kirschbier. Ja, ganz schön. Man kann es natürlich auch einfach mit Cola machen, Cola Whisky oder sonst was. Ich habe da jetzt mal ziemlich viel reingemacht. Und jetzt werde ich das Ganze mit Alufolie abdecken, dass wir wirklich einen Raum haben, in dem das Ganze dämpfen kann. Ja, das ist auf indirekt. Gehe das mal auf 180 Grad und schicke das Ganze erstmal für eine Stunde. Ich habe hier dazu einen ganz einfachen Sauerkirschsaft. Den mache ich jetzt hier mal. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Zitronenkonzentrat. Das ist jetzt einfach ein bisschen rumgedoktert. Und damit das Ganze ein bisschen Stabilität bekommt, bekommt es auch noch einen riesigen Schuss Ketchup. Die Stunde Dämpfphase ist vorbei. Ich schaue mal gemeinsam mit euch rein. Schaut euch das an, hervorragend. Richtig schön gedämpft. Ja. Sobald das ein bisschen abgekühlt ist, schaue ich mir das Ganze mal näher an. Unsere Rippchen, schaut mal. Hier ist der Knochen schon wunderbar rausgekommen. Ich schaue mal, wie zart sie sind. Wahnsinn. Und wie ihr seht, absolut. Entschuldigt, super heiß. Fall of the bone, ja. Richtig, richtig gut. Ich werde sie dennoch jetzt ein wenig glasieren, so wie das üblich ist. Ich lege jetzt erstmal zurück auf den Rost, ja. Und dann komme ich gleich zurück zu euch. Die Rips sind umgeladen. Hier ist die Soße, die ich gerade mit euch zusammen gemacht habe. Und jetzt werden sie einfach ein wenig glasiert. Dieser Haufen an Rips geht jetzt noch mal für eine halbe Stunde bei 120 Grad hier auf den Grill, einfach um den Geschmack anzunehmen, um sie zu verfeinern. Und diese halbe Stunde kann ich wunderbar nutzen, um unsere Beilage zu machen. Ich habe jetzt hier ein schönes Stück Bergkäse, Appenzeller Bergkäse, sehr kräftig im Geruch und Geschmack. Und davon hobel ich erstmal ein wenig ab. Die Nudeln sind gut. Jetzt gebe ich mal eine angemessene Portion davon in die Pfanne zurück, in die noch heiße Pfanne. Dann nehme ich eine kleine Prise von, mache den über die Nudeln. So. Und jetzt gucken wir mal, wie das Gesamtergebnis wird. Wenn der ein bisschen anschmilzt. Die Rips waren jetzt nochmal eine halbe Stunde auf dem Grill mit unserer Soße. Das ist das Ergebnis. Und ich würde sagen, jetzt wird abgeräumt und es geht zum Anrichten in die Küche.
Freunde des leichten Sommergrillens. Das Essen ist fertig. Ich darf es euch präsentieren. Käse-Macaroni mit einem kräftigen Bergkäse. Und hinzu kommen unsere Ribs, gesmoked in Ahornholz. Veredelt mit unserer Würzmischung, wie vorgestellt. Glasiert am Ende, auch wie vorgestellt. Was hatten wir jetzt? Wir hatten 1,5 Stunden Räucherphase. Wir hatten 1 Stunde Dämpfphase bei 180 Grad, die Räucherphase bei 120 Grad. Wir haben uns einen Glaze gebaut, auch wie vorgestellt, und die nochmal bei 120 Grad einziehen lassen. Das ist das Ergebnis. Ribs mit Käse-Macaroni. Das ist eine Männerschüssel. Da ist auch nichts Grünes drin, außer die Gewürze, aber egal. Ich habe euch versprochen, mit euch zusammen zu schauen, wo wir hier sind. Schaut euch das an. Der Knochen kommt raus. Lässt sich wunderbar lösen. Wir sind bei Fall of the Bone. Unser Fleisch, ich finde es hervorragend. Lässt sich einfach trennen. Man braucht kein Besteck. Was soll ich sagen? Es ist butterzart, es ist aromatisch. Es ist nicht süß, es ist eher neutral mit ein bisschen Schärfe. Und ich finde das mega und ganz ehrlich, aufgrund der Praktikabilität, der Einfachheit bei der Zubereitung, ich werde meine Ribs nicht mehr anders machen.